Hallo Wander- und Traumschleifen-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir sind in Nonnenweiler im Saarland und gehen heute wieder eine Traumschleife, die Hubertusrunde. Genau, und ja, es ist noch ein bisschen winterlich, es ist sehr kalt und ja, wir hoffen, ihr habt wieder Lust, uns zu begleiten. Ja, und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, mal noch so ein paar Infos zur Wanderung. Wir laufen knapp 10 Kilometer und gut 300 Höhenmeter. Ja, und wir haben heute Morgen noch ein Bild gesehen, wo gestern hier viel Schnee gelegen hat. Deswegen haben wir gehofft, wir erwischen noch ein bisschen was. Auf der Autobahn, auf dem Weg hierhin, haben wir noch jede Menge Schnee gesehen. Jetzt sind wir mal gespannt im Moment. Ja, es ist doch eher reduziert. Mal sehen, was uns noch erwartet. Ja, wir sind mitten im Wald. Wir haben gerade schon eine Horde Wildschweine getroffen. Die haben uns aber Gott sei Dank nicht entdeckt. Und hier oben seht ihr ein Windrad. Wenn man im Wald ist und es ganz ruhig ist, fällt einem erstmal auf, dass da andere Leute sind und dass ein Windrad doch ganz schön laut sein kann. Also für Tiere, die im Wald leben und es eigentlich ruhig haben wollen und ein Windrad mitten im Wald steht, kann man schon nachvollziehen, dass das störend ist. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The heart left is hurting deep inside of me. Heard a whisper someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? Same old lines.
what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking off my mind. Walking down the street, the rain is falling down. By my feet, I walk into a different sound. What's been broken? This ain't the first time I'll be drinking off my mind. Love is gone, and there's no road leading us back home. This ain't the first time, but it's the last time. At the bottom of the barrel, there's no love to be found. This ain't the first time I'll be drinking off my mind. Wir schieben uns hier gerade den Berg hinauf. Schlittschuh, glaube ich, werden hier einfacher zu fahren. Ja. Denn ich weiß nicht, ob ihr dieses Knacken immer mal hört. Wir gehen hier wirklich auf einer festgelatschten Eisschicht. Und ja, sind jetzt auch auf dem Teilstück der Dolbergschleife. Wenn ihr die mal sehen wollt, einfach hier oben ins Video klicken. Und ja, bisher ganz schön. Mit dem Schnee ganz schön. Ne? Der Schnee natürlich super, deswegen kann man die eigentlich gar nicht so gut bewerten, wie sie sonst ist. Wir wissen es ja nicht. Wir sehen ja nur Schnee, aber sehr schön. Genau. Ja, liebe Wanderfreunde, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Tour. Ja, es war ganz schön. Also wir hatten ja vorher ein bisschen gespannt, weil wir unterschiedliche Meinungen gehört haben. Aber gut, wir hatten natürlich viel Schnee, deswegen haben wir vieles wahrscheinlich nicht gesehen. Aber es gab viele Pfade, auch ein paar breitere Wege. Aber das fanden wir jetzt nicht so schlimm. Ja, ich glaube, gerade weil der Schnee gelegen hat, war dann, also im Internet kursieren viele Themen wie die Strecke wäre sehr viel mit Waldwegen und so Waldautobahnen gemacht. Und gerade durch den Schnee ist das gar nicht so aufgefallen. Ja, genau, das war schön, auch wenn es stellenweise eine ganz schöne Rutschpartie war. Die besten Rutscher habt ihr leider nicht gesehen. Die sind meinerseits entstanden, wie ihr euch denken könnt, aber das war zumindest lustig. Genau, ja, ansonsten wieder eine schöne Traumschleife gewesen. Wie gesagt, im Winter zu empfehlen. Im Sommer scheinbar stören viele Leute diese Waldwege. Und ja, wir haben uns gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Genau. Und sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.